So, hallo miteinander. Willkommen zurück zu Pathfinder Wrath of the Righteous mit Torrhen Gant. Wir sind wieder auf dem Weg nach oben. Es wurde auch witzig gar nicht gespeichert da oben. So, jetzt haben wir es mal geschafft, diesen Weg noch weiterzumachen. So, der Kommandant und die Gefährten steigen immer tiefer und springen von einem Vorsprung zum nächsten. Dank seiner Kampferfahrung und Geistesgegenwart gerät Wolfi nicht in Panik und begeht keinen einzigen Fehler. Er führt die Gruppe routiniert durch das gefährliche Gelände. Schließlich erreichen sie einen sicheren Felsvorsprung. Mit einem Warnschrei deutet der Zwerg zum Himmel. Riesige Raubvögel kreisen bedrohlich über ihn. Die Morphologie ihrer Schnäbel zeigt, dass sie Fleischfresser sind. Und ihre gewaltige Größe lässt vermuten, dass sie den Kommandanten und seine Gruppe als mögliche Beute betrachten. Diese Vögel werfen ihre Beute meist gegen die Felsen, um sie anschließend zu fressen. Mit ohrenbetäubenden Schreien stürzen sie in Angriffsformation auf die Gruppe herab. Der Kommandant erteilt den Befehl. Ja, das ist unsere beste Chance, glaube ich, die Vögel zu verscheuchen. Catherine zieht ein Messer und streicht mit der Klinge über die Steine. Das Metall verursacht ein kratzendes Geräusch und die Vögel fliegen verschreckt davon. Genau dasselbe Geräusch machen ihre Erzfeinde, die Bergkatzen, wenn sie ihren harten Klauen auf den Felsen schärfen. Die Gruppe überwindet sämtliche Hindernisse und steigt endlich zu den Turmruinen hinab. Der Berg ist bezwungen und niemand ist seiner Heimtücke zum Opfer gefallen. Nun schleicht die Gruppe durch die Felsen und nähert sich unbemerkt dem ahnungslosen Drachen. Nachdem er sie zum Turm geführt hat, nickt der Zwerg seinen neuen Verbündeten respektvoll zu und bedeutet ihnen, vorsichtig zu sein. Ah, jetzt haben wir wahrscheinlich die Chance, uns anzuschleichen, oder? Hoffentlich. Ja. Ja, das ist halt echt so eine Situation, ne? Wenn du das nicht so hinbekommst, dann bist du echt gearscht. Was ist der Drachen? Versuchen wir, den Drachen möglichst nahe zu kommen, ohne Lärm zu machen, dann können wir ihn überraschen. Rebel Flüster zustimmt. Wir haben uns an die alte Echse herangeschlichen, ohne dass sie uns bemerkt hat. Es ist eine Freude, mit echten Profis zu arbeiten. Gehen wir ein wenig näher ran, damit wir angreifen können, wenn der Drache es am wenigsten erwartet. Der Drache hat sich bedrohlich von einem alten Elfen aufgebaut und fletscht zornig seine furchterregenden Zähne. Du erkennst das Gesicht des Elfen. Man nennt ihn den Geschichtenerzähler. Ich weiß, dass ihr mit den kleinen Parasiten im Bunde seid, die mich verwundet haben. Sie haben euch geschickt, um herauszuschnüffeln. Sie dachten, ich würde mir nichts aus euren morschen Knochen machen. Ha, sie haben sich geirrt. Ja, schon immer eine Vorliebe für Elfenfleisch. Aber ich liebe es, mit meinem Essen zu spielen. Was könnt ihr im Tausch gegen euer erbärmliches Leben bieten? Vielleicht töte ich euch nicht, wenn es euch gelingt, mich zu beeindrucken. Der Geschichtenerzähler ist leicht blass, aber er wankt nicht und verliert nicht die Nerven. Seine Stimme zittert allerdings ein wenig, als er spricht. Eine Geschichte. Geschichten sind alles, was ich habe. Doch einige davon sind unschätzbar wertvoll. Wertvoller als jeder Schatz. Das kann ich euch als Bezahlung anbieten. Schweigen auf dich einen Augenblick für den Angriff warten. Habe ich gerade Erfolg. Ich trage einen eigenartigen Gegenstand bei mir. Sein weiterer Besitzer war recht unheimlich. Die Geschichte dürfte euch also gefallen. Schnetzler kramt ein kleines Bündel aus einem Rucksack und schlägt es auf, um einen goldenen Siegelring zu präsentieren. Als er ihn mit zitternden Händen hochhält, verändert sich plötzlich die Stimme des Mannes. Sein Ton wird übertrieben schrill und zornig, als würde er jemanden imitieren. Alles in diesem Thronsaal ist so billig und vulgär. Jamal D'Haldori versteht nichts von Luxus. Sie ist auch nur eine Beute auf ihn zu nennen, der möchtigen Adlige. Und doch muss ich von diesen schwertschwingenden Dummköpfen den Kopf neigen und höflich lächeln. Diese armen Seelen haben in ihrem Leben noch nie etwas Luxuriöses gesehen, als diese ländliche Parodie eines Palastes. Ich muss sie überzeugen, dass ich ihrer Gnade ausgeliefert bin. Ha, bald werden sie mich alle um Gnade anflehen. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie keine erhalten. Oder ich will nicht länger Tertuccio heißen. Lol. Ich dachte mir, das ist echt, das ist ja. Und seht euch diesen törichten Narren an. Die Baronen werden wollen. Was für eine Parade von Tölpeln. Ein weinerlicher linkischer Langweiler mit mehr Bart als Gesicht, der ohne Unterlass redet. Eine unverschämte, ungewaschene Gürde, die ein stumpfes Gartengerät als Waffe führt. Eine untote Sadistin, die haufenweise emotionalen Ballast aus ihrer Kindheit mit sich herumschleppt. Was ja eigentlich ganz in Ordnung ist, um ehrlich zu sein. Aber was dieses ständige, plappende Halblingsmädchen angeht, wie gerne würde ich ihm sein verfluchtes Notizbuch in den Rachen stoppen, damit es daran erstickt und endlich schweigt. Lindsay. Eine wertlose Kreatur, die wie eine Klette an jemanden klebt, der weitaus wichtiger ist. Meinen größten Rivalen. Eine unbekannte Größe. Tja,
Dieser gesamte Vorstellung ist euch gewidmet. Der alte Elf ist außer Atem, seine Stimme verklingt und ist immer schwieriger zu verstehen. Warten weiter auf sich den Augenblick. Diese Nacht wird lang und blutig sein. Die Söldner werden den Palast stürmen und dieses lustlose Pack töten. Mit meinen Rivalen angefangen. Mich aber werden sie nicht anrühren, denn ich besitze ein Kleinod der Immunität. Einen Ring mit König Irovetis persönlichen Wappen. Schließlich bin ich es, der die Expedition in die Raublande anführen muss. Nicht um dämlicher Titel oder des Ruhmes willen, oh nein. Ha, allein die Vorstellung, bis ans Lebensende dieser Närrin Jamanti die Stiefel lecken zu müssen. Nein. Meine hirnlosen kleinen Soldaten werden mir etwas sehr viel Wertvolleres beschaffen als eine Baronie im Niemandsland. In den Raubladen ist etwas Wertvolles versteckt. Ein hölzernes Schwert, das von jemandem mit wahrer Macht geschaffen wurde. Nicht wie das ehemalige Altmetall, das diese aufgeblasenen Aldori-Einfallspinseln mit sich herumschleppen. Nein, es ist ein wahres Instrument des Schicksals. Ein Jammer, dass ich nicht weiß, wie man es einsetzt. Aber König Irovetti wird mir eine obszöne Summe dafür bezahlen. Genug, um bis in alle Ewigkeit ausschweifend zu leben. Ganz zu schweigen von dem kleinen Bonus, den er mir gewähren wird, wenn Jamandis Vorhaben einstürzt wie ein Kartenhaus. Jämmerlich wenig im Grunde, gerade genug für einen Palast in Absalom. Und dann? Oh, Kalistia, diese Stinkmorchel mit Schwert spuckt schon wieder große Töne. Warum kann sie nicht einfach den Mund halten? Ihre Manieren sind schlimmer als die eines Kobolds. Vorsichtig jetzt, der Tuccio, es geht um die, die Barbarin. Amiri, hieß sie, glaube ich, ne? Kein Wort über Jamandi. Ich hoffe, diese Schwätzerin wird heute Nacht erstochen. Stimme des Geschichtenerzählers wird lauter und schärfer. Es sieht euch gar nicht ähnlich, gefangen gehalten zu werden. Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr jederzeit in die Berge zurückkehren oder in das Loch, aus dem ihr gekrochen seid. Das rate ich euch vor allem, wenn ihr nicht wisst, wer die Aldori Schwertjunker sind. Daher bleibt stumm. Schließlich spricht er mit lauter, fordernder Stimme. Sehr interessant. Und was ist dann passiert? Rebus spannt sprungbereit seine Muskeln. Er vergeudet keine Worte. Er denkt nach. Er ist abgelenkt. Angriff jetzt! Ich kenne auch eine zweite Geschichte. Ja! Was? Ihr schon wieder? Habt ihr diesen jemaligen Geist geschickt? Hinten? Wie weit ist das jetzt besser als vorher? Warte mal. Bleib mal hier. Bleib mal einfach hier stehen. Der kann doch nichts machen. Wir stehen hinter einer Wand. Wir müssen uns erstmal buffen, ja. Nochmal sogar den großen Haste-Buff. Du machst mal den hier. Du machst mal die Aura des Archonten. Du machst das hier. Und wir werden einen movanischen Deva herbeizaubern. Irgendjemand hat's erwischt. So, heil jetzt mal ein paar Leute hier. So, Kevin ist auch unterwegs. Hol mal hier ein paar Leute dazu noch. Habe ich jetzt diesen komischen Deva herbeigezaubert? Nur nochmal bitte. Entschuldigung. Hätte ich auch eine Zähigkeit, der hat doch ein feuchtiger, oder? So, die Jungs sind alle draußen. Jetzt kann sie natürlich Irel nicht mehr herbeizaubern. Was ein bisschen blöd ist. Und den als Beute, der Jinxen hier, der ist gerade am. Ja, eigentlich ist er nicht am Fliehen. Doch, ihr seid am Fliehen. Das ist doch so ein Scheiß, Mann. Ja, und sie sagen, okay, das heißt, sie kann das auch nicht zaubern. So. Ich dachte, wir könnten uns das wenigstens buffen. Ich hätte das vorher machen sollen. Vor diesem, ich wusste nicht, dass. Ja. Ganz ehrlich. Machen das kurz nochmal, ja. So.
So, ich melde mich mal hier mit dem Cut so ein bisschen aus dem Off. Ich habe vor den Sachen, glaube ich, zwei Versuche gebraucht, beim dritten Mal habe ich es dann geschafft. Witzigerweise ist mir aber die Idee erst später bei einem weiteren Mob gekommen, wie man den Encounter relativ einfach, glaube ich, lösen kann, weil das Hauptproblem beim Drachen eigentlich ist, dass er einen, ja, die Furcht gibt und dass alle halt durch die Gegend rennen und sich nicht wehren können. Und da gibt es wieder noch einen Encounter gegen den Red Hulk. Da ist mir das dann auch eingefallen, dass man das eigentlich auf eine ganz einfache Art dann lösen könnte. Und das ist nämlich die Aura der Tapferkeit. Die hat Sella am Start, also wenn ihr, oder wenn ihr selber einen Paladin habt, könnt ihr die, glaube ich, auf Level 2 nehmen. Ich werde es euch hier einblenden. Das Ganze ist ein Level 2 Zauber im Paladin. Und ja, die sorgt eben dafür, dass euch Furchteffekte, egal welcher Natur, nicht schaden können. Ja, und dann wird der Encounter gegen den Drachen ganz normaler Kampf. Da muss halt vor allem nur das Drachenodem ist natürlich ein Problem. Da könnt ihr euch aber mit ja, Energie widerstehen, buffen. Also auf Feuer, offensichtlich, um das ein bisschen abzumildern. Oder ne, die ganz üblichen Buffs reinhauen, damit eure Reflexwürfe ganz gut durchgehen, weil ja, die Drachenodem auf Reflexwürfe gehen. So. Genau, den anderen Typ, den zeige ich euch auch kurz, den Red Hulk. Also, wenn ihr den Typ seht, dann wisst ihr Bescheid. Das ist auch, also, das sind beides Kämpfe, wo so One-Trick-Pony-Kämpfe, wo man einmal, also wirken super schwer, teilweise, wenn man es das erste Mal hingeht und dann gefeiert wird. Aber ja, wenn man dann diesen einen Trick halt kennt, wenn man weiß, dass man die Aura der Tapferkeit aktivieren kann, dann ist man eigentlich safe und kann das Ganze normal dann bestreiten. So, und dann ja, tatsächlich habe ich den Drachen aber auch ohne diesen Trick gelegt, ja. Und wie, das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Es ist nicht, ja, es ist nicht gerade unwitzig, finde ich zumindest. Und es zeigt mal wieder die Überlegenheit einer gewissen Spielart mit gewissen Charakteren in diesem Spiel. So, ich habe jetzt mal, denke ich mal, die meisten Buffs, die wir brauchen, so dumm mal durch hier reingezogen, ja. Jetzt gehen wir hier mal hoch. So. Jetzt mache ich mal dieses ganze Rumgeklicke hier, ja. Gleich wieder da. So. Grabber geht da jetzt hin und haut ihn, ja? Oh Mann, oh Mann. So, hier fein studieren und alles, ne? Und der ganze Rest von euch. Angriff. Schätze ich. Beziehungsweise hol du mal die Jungs raus. Eine Minute lang, ja. SR. Er hat uns gerade, ja. Es ist unglaublich, ne? Wo ist dieser Angriff? Will, hier, da ist es. Unheimliche Ausstrahlung. Was für ein Scheiß. Dann ist der Witz, ne? Ja. Sind, glaube ich. Ne, sie ist das nicht betroffen. Wo ist sie überhaupt? Hier. So, los. Diesen gottverdammten Drachen kaputt. Das gibt's doch nicht. Mich denn, ey? Das ist doch nicht wahr. Wieso habe ich keinen Standard-Vortäuschen auf mir drauf? Wieso ist er tot? Nicht alle hier umgebaut, ne? Ja, Aru macht das alleine, bin ich mir ganz sicher. Der Graber haut ab. Das ist natürlich perfekt für den. So trifft sie denn nie? Hallo? Gut, hallo. Lass den Dach nicht abheben, er wird alles in Brand stecken. Es ist nur einer von uns am Leben, ne? Ich will ja nichts sagen, aber. Ah, du Angriff! Battles await.
So, vor allem. Was soll's denn bringen, wenn ich da jetzt hochrenne, dann sterben wir doch alle. Wieso bist du denn da hinten, du Trottel? Die anderen, vor allem, die sind hier oben. Wieso kämpft ihr nicht? Hallo? Simply business. Was ist denn? Okay. Gott sei Dank war das echt nur der letzte Schlag, ey. Graeber überblickt zufrieden das Blutbad. Das ist echt mal gute Arbeit. Ihr könnt mit dem Kopf euer Zelt dekorieren. Ich gehe jetzt nach Dresden zurück. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Gute Reise. Nee, warte, ich will da sein. Nee, wir müssen weiter zusammenarbeiten. Zerg nickt höflich. Ich bin bereit, euch meine Dienste anzubieten. Wie ihr euch denken könnt, ist ein fester Vertrag teurer als ein armeliger Auftrag. Ich denke, 12.500 Gold wären ein angemessener Preis. Den habe ich im Augenblick nicht. Ein Jammer, weniger arbeite ich nicht. Mir kommt für meinen bezahlt. Meine Fähigkeiten rechtfertigen einen hohen Preis. Viel Glück, wenn ich... Jetzt nimmt ihr unsere behende Level 4 Axt mit, ja? Piss dich. Gott, verdammter Drache, ey. Katzi sitzt hier und guckt erstmal über die... Glaube ich, er ist einfach weg jetzt, ne? Und lass mich raten, er hat sein Equip nicht dagelassen. Ja, das dachte ich mir. Ey, Betrug, ey. Betrug. Heilen wir uns erstmal. Ja, ich finde das echt, das ist super strange. Ne? Wir haben den Drachen jedes Mal ohne Probleme weggehauen und auf einmal ist er viel stärker. Das ist halt so ein bisschen super cheesy eigentlich. Okay, diese magische Falle ist zwar alt und hat im Laufe der Jahrhunderte ihre Wirkung verloren, doch eins hatte sie dafür gesorgt, dass jeder Dieb, der sie betrachtet, unwiderruflich geblendet wird. Kann ich aber auch dazu sagen, dass es wieder einmal, es sind jedes Mal die Bogenschützen, die Kämpfe entscheiden. Das ist irgendwie sehr auffällig, ne? Also... Entweder Wendy am Anfang gegen schwere Gegner oder jetzt halt Ardo jedes Mal. Nächstes Mal, wenn ich das Spiel spiele, mache ich mir aber selber einen Bogenschützen. Armschienen, klare Absicht. Träger dieser Armschienen kann Heilzauber wirken, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Okay. Armschienen für den Heiler. Diese Inschrift erhielt einst einen Warnzauber. Wenn ein Eindringling kann, stieß sie ein lautes Heulen aus, um Alarm zu schlagen. Glücklicherweise ist der Zauber im Lauf der Zeit abgeklungen. Deine Ohren wurden also verschont. Okay. Ja. Dann machen wir mal Level up, wa? Drachenjünger, nächstes Level. Was haben wir denn hier? Blindgespür. Der Drachenjünger ist ein Blindgespür mit einem Reichweite von 25 Fuß, das ihm erlaubt, mit Hilfe verschiedenster Sinne nach Dingen zu spüren, die es nicht sehen kann. Solange sich ein Reichweite des Attributs Blindgespür auf seiner Schusslinie befindet, muss der Drachenjünger normalerweise keine Wahrnehmungswürfe durchführen. Okay. Okay, was immer das alles sein soll. Aber gut. Ah ja, ein weiterer Stärkepunkt. Ich meine, das bringt zu uns erstmal nichts, aber... Nee. Ich möchte mir doch 13 fürs Ausweichen. Bin ich jetzt blöd? Wir haben Ausweichen schon, oder? Moment. Wir haben Ausweichen einfach genommen, weil wir einen Gürtel und so weiter an hatten. Ne? Das habe ich nicht in Erinnerung, oder? Talente. Wir haben Ausweichen noch gar nicht. Das ist erstaunlich. Okay, dann nehmen wir mal jetzt diesen einen Geschickpunkt, ha? Huh? Also unsere Fähigkeiten sind sehr grandiosen
starke Armut überzeugen. Natürlich, wir können aber nichts. Das ist schon okay, ja. Studientalentauswahl. Große Zähigkeit. Initiative. Mal die größte Zähigkeit. So, Wolfi. Du wirst jetzt weiter als Arcana-Betrüger gelevelt, das denke ich. Improvisierter hinterhältiger Angriff. Weiter als mystischer Gauner. Gib mal noch einen Schurkentrick. Gibt uns. Ist Angriffsbonus mit dabei, ja. Mit 5 und 7. Also, wir könnten hier schon noch hier auch hochgehen. Ja, mach mal hier. So. Mehr Intelligenz oder mehr Geschick? Intelligenz gibt es sich noch ein Buff hier direkt. Andererseits, ja doch, mach mal so. Ach Gott, Geschick erst auf letzter Stufe nochmal eins. Naja, ist unser einer, unser Primärcaster, sagen wir mal ehrlich. Gott, haben wir viele Punkte. Alter Falter. Heimlichkeit mal hoch. Wirklichkeit noch hoch. So. Schurkentrick. Fertigkeitsfokus auf Tricks, können wir mal machen. Dass wir auf jeden Fall immer alles entschärfen können und so. Dann. Okay. Dimensionstür wurde mir geraten, dass wir das eventuell mal bräuchten. Brüllen, Fels- und Ascheregen, Elementarkörper. Drachenodem. Das kann man eigentlich mal mitnehmen, ja. Darren. Der unglaubliche Darren. Mystischer Tiok. Nächstes Level. So. Mehr Charisma. Dann hier. Ich kann es eh alles Catherine jetzt mittlerweile. Ein Religionswissen steigern, das müssen wir, weil wir das tatsächlich benutzen. Und ich mach mal deinen. Ja, hier. Das passt schon. So, Mystiker Zauber, Stufe 4. Genesung. So, richtige Genesung. Dann. Was nehmen wir denn hier mit? War nochmal Dimensionste auch noch drin, aber jetzt haben wir es auf Wolfi eigentlich, oder? Massenperson vergrößern, mächtiges, falsches Leben. Das haben wir auf Aru tatsächlich noch. Das haben wir auf jemand anders. Ich habe das selber auch gewirkt gerade eben noch als Buff. Sternhard haben wir jetzt auf Wolfi auch noch. Schattenbeschwörung. Bestiengestalt 2, Mittelbissen Leoparden. Bringt uns nichts. Fluchen kann auch jeder. Immer die Ansteckung, komm. Aru, die unglaubliche Aru. Spionage-Expertin weiterhin. Ja, so Prestige für Bogenschützen ist irgendwie, ja. Würde mir jetzt nichts einfallen, was da so perfekt passen würde. Das nehmen wir mal einfach so weiter hier. Schauen wir mal weiter ihr Geschick, ehrlich gesagt. Wobei, wir könnten tatsächlich das Charisma noch mitnehmen. Ja. Warte mal, es ist doch Charisma bei ihr, das Cast-Attribut, oder? Nee, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich schätze. So. Wahrnehmung. Überzeugen. Solange Ember nicht dabei ist. Tricks, Heimlichkeit, Wissen, Arcanum. Und.
Ja, von mir aus Beweglichkeit, auch wenn es so nicht viel bedingt. Okay, damit sind wir hier erstmal mit allen durch. Ja, und die mal mit dem Geschichtenerzähler, was das für Geschichten zu erzählen hat. Die ganze Beute hier mitnehmen. Elfische Notizen wieder einmal. Feuerball. Kann er das noch gar nicht? Ich glaube echt nicht, ne? Wir müssen mal wieder alle Schiffe mal durchlernen. Aus einem kristallförmigen Loch im Sockel dringt ein schwaches violettes Leuchten. Die Kanten sind beschädigt, was darauf schließen lässt, dass der Inhalt gewaltsam entnommen wurde. Okay. Reden gleich mit ihm, ja. Keine Sorge. Erstmal erbeuten wir alles. Was, ob wir nochmal hochkommen können. Ein paar Schiffrollen wieder. Vielleicht war das ja sein Turm hier früher. Das kann ja sein, oder? Den Kontinentalverschiebung und so. Er hat ja uns davon erzählt, dass er einen Turm hatte. Ein waschechter Magier. Da geht's raus. Die Sachen, die da gedockt wurden, was war das eigentlich? Das hier? Ach, das ist die zweite Hälfte des Paars. Hält sie an Stärke von plus 2 auf Angriffswürfe und auf die RK. Verzichten zwar dann auch ein bisschen RK, wir könnten das zum Beispiel den beiden geben hier. Oder Catherine und Tori. Ein RK weniger, aber dafür plus 2 noch auf Angriff, was schon extrem geil ist, ne? Und das waren ja die Heiler-Sachen. Hast du irgendwelche Armschienen? Ja, warte mal. Schienen des unvermittelten Angriffs. Checken Kompetenz plus 5 auf alle Trickfertigkeitswürfe. Der Angriff aussucht ist. Ah, warte mal. Du hast Armschienen des unvermittelten Angriffs. Du hast Armschienen plus 5, die du eigentlich ja nicht brauchst. Weil du ja immer deine Erzmarkerrüstung auf dich machen kannst. Ja. So, einer von euch kann die anziehen, ha? Huh? Du mal die. Schon sagen die Dinge nämlich dann auch nichts. Ja, Wismut, ha? Huh? So, verzerrte Lust. Das sind die Sachen, okay. Ja, ansonsten war ja nicht so viel zu holen, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir den wieder gefunden. Haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Mr. Geschichtenerzähler. Ihr gefunden, worum ich euch gebeten habe. Großartig, verschwinden wir von hier so schnell wie möglich. Bei diesem Rauchkammern kaum. Mit uns sind Resin. Was hätten wir denn hier suchen sollen? Weiß es gar nicht, aber wir gehen jetzt, ja. Genug rumgedracht. Go. Zu den Ruinen. Man kann sogar das ganze Gebäude noch erkunden, oder was? Okay. Ah, hi. Ein paar Tränke. Entschuldigung? Eine wütende Alraune? Ist noch mehr wütende Alraunen. Lass mal die Leute hier durch, ja? Oh mein Gott. Was passiert hier eigentlich gerade schon wieder? Hey, Stones mal bitte. Doch keine Ruhe hier, ne? Okay. Alles wieder wegkanalisiert hier. Muss ich mich jetzt echt hier drin ausruhen, war. Alraunenwurzel. Dafür, dass es so irgendwelche schäbigen Kochzutaten sind, war das ganz schön hart. Mich hier ausruhen, ja, mach mal. Gucken, wie die Stimmung hier in der Gegend ist.
nicht so geil, aber. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, wir sind ja nur zu 5. Ha, da war ja was. Ich mit. Wir suchen das hier mal. Ich glaube, es kam. Wir haben es geschafft, das Ding zu dämpfen. Okay. Schauen wir uns noch um. Noch nicht, dass wir hier irgendwas. Das scheint ja ein botanisches Labor oder sowas gewesen zu sein hier. Okay. Hier geht's raus, schätze ich. Was ist das denn? Schwächerer Kinetikerzepter. Okay. Okay, das war nicht der Ausgang. Was? Noch mehr Beute. Entschuldigung, wie komme ich hier raus? Vom Aufstieg. Das sieht so komisch aus da hinten. So urkomisch. Aber ich glaube, wir sollten hier gar nicht unbedingt sein. Also im Sinne von... Das war jetzt gar nicht so beabsichtigt, aber ist okay. Deswegen liefen hier wohl irgendwelche krassen Alarmen rum. Da wollte sich jemand aufhängen. Keine Ahnung. Nochmal nach oben, ja. Und dann müssen wir wohl hinten rum runter. Erstaunlich. So, ist er jetzt noch hier? Ja. Dann hier runter, schätze ich. Tatsächlich. Der hat echt gedacht, dass er mit dem eigenen Drachen, dass wir irgendwas machen können mit dem Drachen, dass wir nicht bekämpfen müssen, aber es scheint echt nicht so zu sein. Komisch. Okay. Ja. Greybo kann mir mal, ne? Ja, wir müssen zurück und es aus. Nehmen wir es mal nicht. Müssen wir nicht. So, eigentlich müssen es hier hin. Dieses Zeug hier erkunden. Aber ich habe das Gefühl, dass das echt ein scheiß langer Weg ist. Geh mal darüber so. Hast du Gegner entdeckt? Natürlich töten wir Gegner. Wie war der letzte Level auch sogar sehr, also den wir jetzt hatten, sehr unspektakulär, ne? So. Und bitte hier drauf. Was ist mit dem manches Miauzen hier schon wieder? Ah ja. Ja, das ist ein erstaunlich humaner Angriff hier. Zum Vergleich. Ich habe schon lange nicht mehr diesen Typ getroffen, diesen Händler, ne? So, ja, yeah, komm, go, 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 go. Na gut, wir hätten eh kein Geld, aber. Ich glaube, von dem Sieg würde ich das könnte man auch machen. So, was sagen die Armeen? Die müssen jetzt eigentlich alle zurück. Die kann jetzt sogar zwei weitere Leute mitnehmen. Das ist echt unfassbar. Ich glaube, wenn ich hier hochgehe, komme ich da auch hoffentlich raus. Aus dieser, ja. Vielleicht lernen wir ja noch mehr auf dem Weg nach oben. Okay. Elementare beschwören können wir jetzt. Kommt denn das hier? Ach, das war zusätzlich, ne? Reinmacht Elementare. Sind eh. Oh mein Gott. Was ist das für eine Scheiße hier? Du Hässlern.
Ja, es kann sich nur um Jahre handeln, bis wir den hier down haben. Mach mal hier den da. Danke. Sehr gut, sehr gut. Der Feind, auf den die Kreuzfahrer stießen, war keine normale Horde von Kultisten und niederen Dämonen, sondern eine kampferprobte Einheit tödlicher Monster. Im Laufe des erbitterten Kampfes, der nun folgte, erkannte die Kreuzfahrer, wie gefährlich ein Feind sein kann. Im nächtlichen Schutz ihrer Zelte stellen sich die Soldaten seitdem nur noch eine einzige Frage. Was ist zu tun, um mächtige Dämonen zu vernichten? Wichtige, mächtige Dämonen. Das ist widerwärtigen Gelages. Alter. Kannst du mir nur nicht erzählen, dass ich hier nicht so wegkomme auf die Art? Oh nee, oder? Versuchen wir jetzt das zu machen hier? Ohne dabei massiv zu sterben? Kern des Rätsels. Naja, versuchen wir es mal. Ich denke, das wird sehr böse enden. Au, sie stehen genau nebeneinander. Das ist zumindest mal sehr geschickt. Das ist halt der ganze Witz daran, ne? Weil wenn der Gegner das casten kann mit dem, dann macht er dasselbe mit unseren Leuten, ne? So unglaublich. So, jetzt müssen wir halt nur noch ein paar Stunden lang den Typ hier killen, wa? Müssen ein bisschen mit sengenden Steinen unterstützen. Und wir sollten auch mal Amber retten, so langsam. Vielleicht ist das das nächste Ziel, wa? Ja, wir wissen ja, dass das ein Tank ist. So, mal diesen bösen Zwerg niederstrecken hier. Nicht, was die Lore dahinter ist, dass diese Typen hier rumhängen. Normale Leute halt. Keine Dämonen. Das ist klar, wie riesig dieser Typ auch ist, ne? So sind diese Anführer so gigantisch. Es sind Übermenschen, wahre Übermenschen. Hi, nochmal. Vielleicht sollten diese Kritiker auch mal loswerden. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben auch ihre Nützlichkeit echt. Weiß ja echt, dafür, dass sie nichts können, tanken sie eigentlich auch ganz gut, ne? Und sie können auch ein bisschen heilen. Das ist halt der Vorteil. Okay, zwei Verluste. Weitere Festung gehört uns. Okay. So dumm ist es jetzt auch zurück. Junge, Junge, ey. Kommst du echt nicht drauf klar, diese Wege? Warte mal. Nee. Und hier geht's. Hier müsste es, glaube ich, rübergehen, oder? So, und er kann nämlich auch einen mehr. Wir müssen jetzt nach Hause und unsere Armeen mal konsolidieren, bevor es wieder rausgeht. So. Wir bräuchten mal. Wir müssen hier nachdressen. Ja. Das, hier ist wieder irgendwas los. Wir erzählen erstmal ihre Waffen, ne? Und dann holen wir uns erstmal jemanden neuen in die Truppe, weil, ne? Hier, Zella. So, eine Zella. Ja, man weiß es nicht. Weil sie der Standard Verteidiger ist, deswegen. Ich erinnere mich. So, nochmal eine Gnade. Angriffsdings gibt's auch. Und hier hätten wir Defensivstärke nochmal, ja. Ah ja, Stärke erhöhen. Dann Wissen, Weltwissen, Religion, überzeugen. Dann hält mit der Standardaktion Verstärkungsmodifikator. Jeweils zwei weitere Stufen. Jetzt ist der Stufe 2 die Heilung. Okay.
kann auch eine Stunde eine Verteidigungshaltung einnehmen. Bleibt er nach dem Ansatz der Verteidigungshaltung, ist er immun gegen Erschöpfung. Mal die beliebte Verteidigung. So. Okay. Hier haben wir erstmal keine Level-Ups, natürlich. So, wir erzählen jetzt mal kurz Irabeth gleich. Das ist ein Ausschaut so. Erlasse gibt es auch ohne Ende. Oh Gott, was passiert hier eigentlich? Armee, oh mein Gott. Die Hilfe der Adelshosse, da ist sie. Scharfschützen und Kürassierer. Also die könnte man gebrauchen in der einen Armee. 2250. Das ist ein Diplomatie-Erlass. Brauchen das wahrscheinlich erstmal für das normale Zeug. Wirtschaft, Arbeit für die Riesen. Wie sind die durch die Alchemie Trank vom Denker, dass sie schaffen wurden? Ja, genau. Ja, mach mal. Der Festung, die manche Beziehungen. Genau, mach das mal. So, jetzt müssen wir in den Raum und das machen. Entwicklung. Außenposten zur Bastion. 500. Scheint die Fähre gefüllt. Genau, die Bastion. Ja, genau. 500 Materialpunkte. Nur. Nur 500? Das ist ja nichts. Ja. Das ist ja völlig lächerlich. Raus hier und dann in die Stadt. Und betreten. Ja, wir müssen die Zitadelle. Ich hoffe, dieser Gravo Bastard ist jetzt irgendwo hier rumhängen, ja? Wir können ihn anhören, können wir zumindest die Sachen wegnehmen. Ja, wir müssen. Ich werde mal wahrscheinlich auch gleich noch verkaufen, wenn wir hiermit fertig sind. Herr Kommandant, die Hauptstadt benötigt euer entschlossenes Durchgreifen. Es hat einen großen Skandal gegeben. Die Nation Andoran, unser diplomatischer Partner, hat ihre Armee zur Unterstützung des Kreuzzugs in Marsch gesetzt. Diese scheinbar großzügige Geste ist jedoch nicht mehr als eine politische Provokation. Die Andoraner bemerken, dass die sich abzeichnende Annäherung zwischen Mendev und Chiliax gefährdet worden war. Sie wollen die Kluft zwischen Nerosian und Egorian vergrößern und haben deshalb ihre Armee ohne unsere Zustimmung absichtlich in unser Territorien geschickt. Wenn Mendev diese Hilfe annimmt, wird das unsere Beziehung zu Iska und deren Protektor Chiliax abkühlen. Der Ktun hat Befehl erwartet, dass ihr jegliche Art und anderen Hilfe ablehnt. Schickt sie zum Hof ihrer Majestät. Sie können gerne mit der Hauptstadt verhandeln. Leider können wir die Entscheidung ihrer Majestät und ihrer Status nicht außer Acht lassen. Sosiel hält inne und lächelt dann plötzlich verschmitzt. Aber diese Andoraner haben nicht mit leeren Händen hierher. Sie brachten Waffen und Vorräte mit. Lasst sie diese mit uns teilen, denn der Rossian verbietet ihnen, sich unsere Armee anzuschließen. Darren betrachtet Lady Konomi mit vorgetäuschter Missbilligung. Kommt schon, Lady Konomi. Was sollen diese Verdächtigungen? Ich bin mir sicher, dass die Andoraner nichts weiter als Wohlwollen und Sorge um unsere gemeinsame Zukunft im Sinn haben. Müssen sie einfach wie liebe Freunde akzeptieren. Wenn sich das alles nur darum dreht, dass die Andoraner sind, dann sollten sie einfach aufhören, sie selbst zu sein. Die Banner runterreißen, sie sollten dann ein Problem gelöst. Wow. Der neutralen Banner und Heckenritter. Hast du denn das von Rum angezogen? Heckenritter. Darren, wir werden anderen Hilfe annehmen. Schon CK-Listen werden zum Hauptquartier. Ah, okay. Paladine, Kürassier, Heckenritter, Plünderer und leichte Karriere erhalten. Das sind hervorragende Pferde. Okay. Und Sosiel. Nehmen wir mal das hier, ehrlich gesagt, die andere Ausrüstung. Achso, was ist der Kern dieses politischen Konflikts? Iska ist ein Protektorat von Chiliax und Andoran und Chiliax haben eine lange, konfliktreiche Geschichte miteinander. Für die Andoraner sind die höchsten Werte Freiheit und Gleichheit, für die Chiliaxianer dagegen Ordnung und Hierarchie. Es ist gar so, als ob die beiden Länder im Widerspruch zueinander geschaffen wurden. Die Tatsache, dass sie beide mit Mende verbündet sind, hindert sie nicht daran, bei der Gelegenheit miteinander abzurechnen. Vorerst hält es Nerosian für vorteilhafter, mit Egorian, der Hauptstadt von Chiliax, zu kooperieren. Niemand gab die Beziehungen zu Andoran. Nein, es ist nur so, dass sich die Beziehungen etwas abgekühlt haben. So etwas kommt in der Politik von Großmächten häufig vor.
Als ihr die sorgfältig ausgearbeitete Abmachung mit Iska, dem Protektorat von Chiliax, ruiniert und nicht um wieder Hilfe gebeten habt, ging dadurch folgende Botschaft an Adoran. Die Allianz mit Igorian ist nicht mehr so stark wie früher. Handelt umgehend. Folgedessen haben sie zu einer Provokation gegriffen. Entweder akzeptiert Nerosian ihre Truppen und verärgert damit Chiliax noch mehr, oder riskiert einen diplomatischen Streit. Achso, das war auch noch die Sache, ne? Ist hier jetzt reich unterschaut werden? Oh Gott, hier das Kommandant quittiert. Okay. Ich erinnere mich nach dem Willen der Lucians handeln. Ist auch nur das Geld, ne? Die bessere Ausrüstung. Aber das wird uns direkt Truppen geben, die wir tatsächlich zumindest teilweise benutzen können. Achso, was ihr sagt den Andoranern, wir werden ihre Waffen vor sich nehmen, aber nicht die Soldaten. Kommandant, ihr habt bereits euren Widerstand gegen die Kronrat demonstriert, überschreitet aber nicht die Grenze, die den Widerstand von einem offenen Angriff auf Mendevs Interessen trennt. Kronrat würde euch das nicht verzeihen. Hm. Na gut, wir machen das so. Okay. Die Hauptstadt wird eure Bereitschaft zu schätzen wissen, euch zu fügen. Seid euch sicher, dass ihr für alles, was das ihr aufgegeben habt, aus der Schatzkammer rasch entschädigt werdet. Ah ja, das will ich sehen. Damit wird diese Sitzung vertagt. Ich bezweifle, dass es notwendig sein wird, den diplomatischen Rat auf absehbare Zeit einzuberufen. Es wird eine Weile dauern, bis sich Nerosian mit dem ganzen internen Wirbel und den Schwierigkeiten mit Ausländern auseinandergesetzt hat. Also, um wichtige politische Angelegenheiten zu lösen. Pressen bleibt vorerst sich selbst überlassen. Okay. Na, großartig. Das war jetzt echt alles, ne? Hm. So. Wir könnten jetzt auch nochmal so eine Sache hier starten. Sehen wir uns hier aus dem Niederträchtigen. Altar des ersten Nimrods. Riesigen Durcheinanders. Hm. Ich mag ja dieses ganze Zeug hier echt, aber. Ja, mal. Altar der ersten Nimrods. So. So, die Riesen haben gearbeitet. Sehr gut. Oh, da kommt der nächste Angriff und drei Ereignisse. Blut und Spiele. Einer der Offiziere bringt immer wieder Rekruten zum Gefängnis, damit sie gegen geschwächte Gefangene kämpfen und diese töten. Er wollte die Neuen auf ihre erste Schlacht vorbereiten, aber dummerweise würde ein Rekrut bei einer dieser Trainingsstunden getötet und die ganze Sache kam ans Licht. Die Gefangenen, die sich in diesen Kämpfen lassen, sich erweisen für die Armee. Ich darf Begnadigung. Dass ich Kultisten wie ein Hauptquartier des Kommandanten rekrutiert. Wow. Berührende Gefangene verbieten. Die Menge dieser Art des Trainings. Hm. Ja, lass mal die Gefangenen in Ruhe. Ist ein bisschen assig, ne? Die grausame Behandlung der Gefangenen hat die Erde der Kreuzfahrer befleckt. Viele Soldaten wurden durch das ehrenvolle Handeln des Kommandanten ermutigt. Zella will sich unterhalten. Zella bittet um Jason nochmal ein Privatgespräch mit Kommandanten. Klar. Berischt. Der Kronat hat den Kommandanten seinen Dank für die Rechtschaffenheit ausgesprochen, den er im Konflikt mit Adoran zur Schau gestellt hat. Ramsches Korps aufgehoben, das sich aus Truppen von weniger wichtigen Garnisonen zusammensetzt. Das Korps ist für das unterwegs nach Dresden. Okay. Das ist nett, ja. Okay. Ich hätte immer noch gerne mal die nächste militärische Reform. Das wäre mal nicht schlechter. Ja, das heißt, ihr bräucht ein paar Punkte, wa? Er wird stärker für die Kampfmannschaft der Kreuzfahrer. Ja. Ja, ja. Gehen wir mal hier raus. Wir berichten jetzt erstmal in der Zitadelle von unserem Sieg, ja? Vielleicht. Und dann reden wir mit Zella und dann schauen wir weiter. Ah ja. Zella scheint gut gelaunt zu sein.
Sie lächelt dich an und kratzt sich dann am Hinterkopf, als sie ihr plötzlich etwas auf, als sei ihr plötzlich etwas aufgefallen. Ich hätte wahrscheinlich nicht offiziell zu euch kommen sollen, wie zu einer Audienz, aber anders ist es derzeit nicht möglich, mit euch zu reden. Ich habe eine Frage. Würdet ihr mit mir einkaufen gehen? Wisst? Es ist wahrscheinlich falsch, den Kommandanten mit derlei Alltäglichkeiten abzulenken, aber ich dachte, ein Spaziergang täte euch vielleicht gut. Wir hatten keinen ruhigen Moment, seit wir uns kennen. Wir haben entweder Kennebras gerettet oder sind gegen Dresden marschiert. Außerdem brauchte ich unbedingt euren Rat. Ich werde ein Geschenk kaufen und weiß nicht nichts über schicken Schmuck. Wen kauft ihr das Geschenk? Für Alan und seine Braut. Nach dem Vorfall im Lager, als Curl uns den Ding stahl und die Dämonen beschwor, haben Alan und ich beide überreagiert und Dinge gesagt, die wir nicht hätten sagen sollen. Er hat sich bei mir entschuldigt, aber ich nicht wirklich bei ihm. Ich möchte einen Ring kaufen, als Ersatz für den gestohlenen. Es gibt ein neues Juweliergeschäft in Dresden. Es gehört Sonnenhammer, demselben Juwelier, der auch den ersten Ring angefertigt hat. Den ersten Ring. Den einen Ring, verstehst du? Hervorragende Idee, ich würde mir gerne ein wenig die Beine vertreten. Großartig. Nun, dann treffen wir uns beim Juweliergeschäft. Es liegt im Osten der Stadt, da waren wir schon mal. So, ich wollte... Ne? Guten Tag, ja, ne? Ich habe mich um den Drachen gekümmert, der unsere Patrouillen angegriffen hat. Ein Problem weniger, das uns Sorgen bereitet. Jetzt können wir die extra Wachen vom Drachendienst einbinden und nützliche Aufgaben zuführen. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Ja, danke. Ich freue mich ebenso. So, wir gehen erstmal schlafen. Und dann gehen wir in die Stadt. Aber all das dann erst in der nächsten Folge. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Turn.